Multichat, ein sehr, finde ich, nützliches Plugin, um auf einem Server, der dieses Plugin beinhaltet, einen separaten Chat im Gegensatz zu dem kompletten Server zu erstellen. Einfach mit Slash Channel Create und dann den Namen einen Channel erstellen und dann eure Freunde einladen, kein Problem. Unterhaltet euch alleine und die ganzen restlichen Spieler nerven euch nicht. Weitere Infos bekommt ihr natürlich im Video. So, für Multi-Chat öffnet ihr euren beliebigen Internetbrowser. Geht dann hier auf die Bucket-Dev-Seite und sucht hier nach Multi-Chat. Dann bekommt ihr hier drauf, recht schön finde ich. Und dann klickt ihr hier auf Download. Zurzeit ist nur die Version 1.0 verfügbar für die Bucket-Version 1.6.4. Das ist, passt ja perfekt zu unserem Server jetzt. Dann klickt ihr einfach hier drauf. Hat noch nicht sehr viele Downloads. 415 habe ich gerade gesehen. Und dann klickt ihr hier nochmal auf Download, dann habt ihr das hier gedownloadet. So. Und dann habt ihr dieses Plugin auch schon hier. Dann öffnet ihr euren Server. So. Und geht da oder zieht dann hier dieses Plugin in den Plugins-Ordner und startet ganz kurz den Server. So. Könnt ihr auch gleich wieder schließen. Wir wollen uns erstmal die Config kurz angucken. So. Schauen wir uns hier mal die Config an. So mit Notepad++ einfach mal öffnen. Wie ihr seht, nicht ziemlich groß. Also, es geht eigentlich. Und ja, wie schon gesagt, also ihr könnt da eigene Channels erstellen auf dem Server, dass ihr halt mit euren Freunden persönlich reden könnt, und da könnt ihr halt noch be bestimmte Sachen einstellen, zum Beispiel wie der Channel-Name heißen soll, Example, also dass jeder seinen Namen erstellen kann, wie er will. Dann hier die Permissions dazu. Und wenn halt einer diesen Channel oder diese Gruppe verlässt, dass dann die Leave-Message kommen soll, True. Und dann hier noch das Chat-Format, könnt ihr alles umändern, wie ihr möchtet. Das lasse ich einfach mal so und starte dann nochmal den Server schnell. Geil, fliegt erstmal mein Handy runter. So, Server ist gestartet. Können wir mal gleich in Minecraft gehen. So, einmal Reload und dann hier, hier drauf. Was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt läuft ja schon wieder nicht mehr. Was ist denn das los? Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, ja, da ist mir der Server einfach mal abgeschmiert. Jetzt kann ich hier drauf joinen. So. Wie ihr seht, you are now chatting in global. Und wenn wir mal ganz kurz hier mal slash help multi-chat machen, dann kommen wir hier auf slash channels. Und da können wir auch noch gleich help dazu eingeben. Und dann seht ihr hier die verschiedenen Befehle, die uns dieses Plugin mitliefert. Ich fange mal gleich an. Seite 2 lade ich auch kurz. Zeige ich euch das kurz. Hier mit slash channel create Name. Ist ja klar, da könnt ihr hier euren Channel erstellen. Und slash channel Danny. Also, da kann keiner mehr drauf joinen, da seid jetzt nur ihr. Dann slash channel list, da seht ihr dann alle Channels, die es dann hier auf dem Server gibt, die eingetragen sind. Slash channel save, dann wird, glaube ich, der ganze Channel einfach gesichert oder halt abgespeichert. So, und dann slash channel invite name, da könnt ihr dann eine Einladung zum Beispiel an euren Freund schicken, dass der dann oder dass ihr zwei dann getrennt von den anderen Spielern auf dem Server euch unterhalten könnt, sozusagen. Und slash channel create private name, ja gut, macht nur einen privaten Namen, einen privaten Channel. Dann slash channel delete, falls ihr keinen Bock mehr auf euren Channel habt, einfach löschen, kein Problem. Und wenn ihr dann so eine Einladung bekommen habt, müsst ihr noch slash channel accept machen oder slash channel leave oder slash channel join, könnt ihr auch machen. Oder slash channel reload, kein Problem. Jetzt mache ich einfach mal slash channel create und dann Test. So, jetzt habe ich den Channel Test created und das wäre jetzt sozusagen hier der Global Channel, würde jetzt glaube Test heißen.
Bin mir aber nicht sicher. Und wie ihr seht, der Chat sieht auch etwas anders aus. Im Gegensatz, wenn ihr Essentials Chat oder so verwendet. Und dann probieren wir noch ganz kurz den Unterschied zwischen Create Private Channel. So. Oh, das geht gar nicht. Wie? Slash Channel, Create Private und dann Name. Dann mache ich mal Lala. So, Channel Lala. Was been created? Ja, ich glaube, ist beides mal das gleiche. Und falls ihr wieder Fragen habt, gerne unten in die Videobeschreibung, nicht in die Videobeschreibung, sondern in die Kommentare schreiben. Dann gucke ich mir das an und werde gegebenenfalls auch auf euren Server kommen, falls ihr irgendwelche Probleme habt. Und ich hoffe natürlich, das Video hat euch wieder gefallen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns nächsten Samstag 17.30 Uhr wieder, wenn es um das nächste Bucket-Plugin geht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.